Heute machen wir mal was anderes. Wir sind mit Großmeister Alexander unterwegs und heute haben wir mal ein Interview mit ihm. Und wahrscheinlich die meistgestellte Frage von jedem ist, wieso funktioniert unser System eigentlich, obwohl wir immer so entspannt und langsam trainieren, auch für die Selbstverteidigung? Почему наша система работает, хотя мы всегда медленно и мягко тренируемся, и так же, как самооборона? Потому что движение, опять же, это все первый вопрос, потому что движение правильное, прописывается правильно, человек делает те движения, которые нужно, когда нужно, сколько нужно. Es geht um Bewegung. Der eine muss lernen, die richtige Bewegung zu machen mit richtiger Geschwindigkeit. An richtige Stelle und so ist die Frage von der Bewegung selbst. Okay. Und dann heißt, wenn man immer nur langsam trainiert und entspannt, wird man sich trotzdem richtig Selbstverteidigung lernen können, ja? То есть, если всегда медленно и мягко тренироваться, то все равно в итоге можно научиться защищать себя. Конечно, ну, парадокс. Медленная работа выводит на быструю работу. То есть есть такое выражение «мышечная память». Ja, das ist ein Paradox. Langsame Arbeit führt zu schnellerer Arbeit. Und es gibt einen Begriff Muskelgedächtnis. Вот, это надо научить человека. То есть, как зверь, он сначала учится, допустим, лев, он 5 лет львица учится, а потом только через 5 лет она на боевую охоту выходит или там на защиту семьи. So wie auch in Tierwelt, ja, eine Löwin zum Beispiel muss erstmal 5 Jahre spielerisch lernen zu kämpfen, bevor sie auf ihre erste Jagd geht. Und soll man also überhaupt nicht schnell trainieren oder wie ist das? То есть, получается, быстро вообще не надо тренироваться или как это? Почему и быстро надо, но сначала и быстро, и медленно, и по-всякому надо, но сначала надо научиться. Сначала научить надо человека, а потом уже он Doch, будет man muss быстро langsam делать. und schnell trainieren, aber erstmal musst du langsam lernen, überhaupt die Bewegung richtig auszuführen und wenn du das gelernt hast, dann langsam und schnell trainieren. Такой, в игровой манере, я бы сказал, надо в игровой манере учиться, играть, и потом она, эта игра переходит уже. Ich würde sagen, spielerisch lernen und dann wird es mehr ernsthaft. Eine zweite Frage, das sieht man ja nicht so oft, aber gibt es eigentlich hier in Solev Defense auch Waffen, also Verteidigung gegen Waffen oder Arbeiten mit Waffen allgemein? Вопрос. Это нечасто можно увидеть. Есть ли в этой системе также работа против оружия? То есть там какие виды? Конечно, есть, потому что у нас не спортивная система. Ja, natürlich gibt es. Das ist kein Sportsystem, was wir haben. Хотя и у меня, допустим, спортсмены были, они тоже и в спорт можешь какие-то элементы внедрить. Obwohl in Sport kann man natürlich auch gewisse Elemente Да, но reinbringen. если возвращаясь к заданному вопросу, то это прикладная система, то есть это приклад. Aber zurück zur Frage, das ist angewandte System. Это и против любого оружия, принципы работы, и нож, палка, там, не знаю, топор, все что угодно. Es geht um Prinzipien und so funktioniert es gegen jede Art von Waffen, ja zum Beispiel Stock, Messer, Spaten, alles. И всеми предметами разными можно работать, также и палкой на нож, и ножом против палки, там, я не знаю, там, стулом, ножом, всеми предметами. Это механические предметы, они, Und да, so mechanisch я kann man ответил. mit jedem Gegenstand, gegen jedem Gegenstand arbeiten, ne? Zum Beispiel mit Axt gegen Stuhl oder so ähnlich. Ну, то, что есть принципы, вот, а уже после принципов уже приемы. Можно и как и приемы заучить, а можно уже и приемы, и принципы, и вообще все это так вот. Es geht um Prinzipien und so Prinzipien und Techniken geht alles. Und wenn man sich dafür interessiert, zum Beispiel für Verteidigung gegen Messer oder Stock, wo kann man es bei ihm lernen? Also unterrichtet ihr sowas bei Seminaren? И если речь идет о том, как обороняться против палки или ножа, ты это преподаешь на семинарах или как, где можно Конечно, и на учиться? семинарах, и на занятиях, и да. Ja, natürlich bei den Seminaren und bei meinem Training, ja, Везде, überall. всегда. Wenn wir gerade über Seminare sprechen, viele Leute fragen immer wieder, für wen sind eigentlich die Seminare geeignet? Ist es ja nur für Fortgeschrittene oder gibt es extra Anfängerseminare oder Männer und Frauen? Kann der dazu vielleicht was sagen?
Да, и раз мы о семинарах сейчас говорим, то для кого подходят семинары, для там начинающих или продолжающих, угу. мужчин, женщин, кто может принять участие? Ну, вообще все могут, в теории все, каждый возьмет то, что ему нужно. Спортсмен, он улучшит свои там какие-то результаты, ему, ну, ему сложно это все, это может, вот он возьмет какую-то... Jeder kann teilnehmen, ja auch Sportler zum Beispiel, die, jeder wird so viel nehmen, wie er kann, und Sportler zum Beispiel können auch gewisse Sachen da verbessern. Вот. А новичок еще лучше с ним. Он, если ничем не занимался, так вообще у него все с чистого листа. Не надо переучиваться, техники никакой, бери и лепи. Und Anfänger, das ist sogar noch besser. Sie haben noch keine eingelernte Technik in Körper und Kopf, und so von weißem Blatt lernen sie noch besser. Ну, я бы так сказал, примерно. So würde ich sagen. Und okay, sehr interessant. Und dann vielleicht die letzte Frage, die auch viele Leute stellen. Warum gibt es bei uns keine Wettkämpfe? И последний вопрос, который тоже многие задают, почему у нас нет соревнований? Ну, я же, потому что есть прикладная система, какое соревнование, допустим, если мы берем, допустим, острый нож острым ножом, вот реальным бить, если учебным ножом, ну, то есть там укол, не укол, это выхолачивает сама идея. То есть один раз уколет, это уже может быть и все. Das ist ein angewandtes System, wie ich schon gesagt habe. Ja, zum Beispiel, wenn ein Messer, ja, ist in realer Situation wäre scharf, und mit einem stumpfen Messer das Gleiche zu probieren, das wird einfach die Situation nicht wiederhergestellt, sozusagen. Wenn du mit einem stumpfen Messer den anderen berührst, kann man so quasi nicht genau sagen, ob Verletzung da oder nicht, und so geht der ganze Sinn verloren. Ну, ты спортсмен, ну синяк ему, нокаут его отправили, ну, он встал, отряхнулся и дальше, как победил, проиграл. А здесь, как воинов готовили, они же сначала готовить надо было, а уже реально, уже где-то они там, где воевали, битва там какая-то, там уже цена жизнь. А и так и здесь. Ein Sportler kriegt vielleicht einen blauen Fleck oder erstmal K.O. und dann steht wieder auf und kann weiter seinen Sportkampf machen, aber... In Armee, das ist Frage von Leben und Tod, und dann und so musst du einen erstmal gründlich vorbereiten, um dann in realer Situation, weil die Frage ist Leben oder Tod. Примерно так вот, если коротко. Kurz gesagt, so ist es. Okay, vielen Dank. Damit ist das Interview zu Ende. Jeder, der Großmeister Alexander live erleben will, wir würden uns sehr freuen. Ende November ist er wieder in Berlin, er fährt jetzt erstmal nach Russland zurück, gibt da Seminare, dann ist er in Österreich, dann nach Brasilien, dann kommt er Ende November wieder nach Berlin, am letzten Novemberwochenende. Wer sich dafür interessiert, kann sich da bei uns anmelden, das ist selbstverteidigung-extrem.de. Wir freuen uns auf euch. Das